Während die Sonne hinter der malerischen Kulisse der Salzburger Altstadt verschwindet, rollt am Mozartplatz schweres Gerät an. Es ist der Start einer spektakulären Nachtbaustelle der Salzburg Netz GmbH. Tief unter der Erde wird das Stromnetz fit für die Zukunft gemacht. Also wir befinden uns hier am Mozartplatz im Bereich Einfahrt Rudolfskai, genau neben dem Michaelitor. Hier befindet die Einhub einer unterirdischen Trafostation. Die erste Fertigteil-Trafostation, die unterirdische, die Salzburger gebaut und errichtet. Und ja, wird ein interessantes Projekt. Die Trafostation unter der Erde zu errichten, war alternativlos. Im urbanen städtischen Bereich ist es sehr schwierig, Standorte und Flächen zu bekommen, auf denen man Trafostationen aufstellen kann. Es kommt in der Stadt Salzburg, in der Altstadt, auch noch der Aspekt der historischen Bestände dazu, die dieses historische Bild prägen und so große technische Bauwerke sich kaum integrieren lassen in dieses Stadtbild. Und durch den Einsatz oder die Errichtung einer unterirdischen Trafostation wird dieses historische Stadtbild nicht beeinflusst. Die neue Trafostation ist ein wichtiger Teil des gesamten Infrastrukturprojekts. Auch Kanal, Fernwärme, Wasser, Strom, Gas und Telekomleitungen werden erneuert. So eine Großbaustelle mitten in der historischen Altstadt ist eine enorme Herausforderung. Einerseits die ganzen Gewerke untereinander zu koordinieren, das Awareness bei den Bürgern und bei den Geschäftsleuten zu finden, die Anrainginformationen, die Archäologie und alle Schnittstellen in einen Hut zu bringen, unter einen Hut zu bringen und das Bauvorhaben so reibungslos wie möglich abzuwickeln. Sobald du in der Altstadt einen Graben öffnest, können irgendwelche Knochen, Mauern, römische Überreste auftauchen und die dann auch den Baustellenbetrieb aufhalten. Und möglichst das zu minimieren, ist auch Abstimmung mit der Archäologie erforderlich und im Einklang mit der Archäologie dann auch die Errichtung, die wird auch archäologisch begleitet, dieser Baugrubenaushub. Und im Endergebnis haben wir dann gemeinsam die Lösung gefunden und diese Station so errichten können. Mittlerweile ist es Nacht. Die meisten Touristen sind weg. Der Verkehr hat sich beruhigt. Jetzt kann mit dem Einhub der Trafostation begonnen werden. Diese Trafostation ist eine Fertigteil-Trafostation. Sie hat ungefähr 51 Tonnen vom Baukörper her. Wir bringen diese Trafostation mit einem Mobilkran, der 230 Tonnen heben kann, in die Baugrube ein. Und das passiert in drei Schritten. Den Beginn macht der Baukörper, also der Unterbau samt Außenwänden. Millimetergenau hebt der Kran den Betonkoloss in die Baugrube. Ein Spektakel, das sich Ingmar Weiß und Gregor Schlager nicht entgehen lassen wollen. Dann werden die elektrischen Schaltanlagen und Transformatoren hineingehoben. Das Herz der Trafostation. Sobald alles am richtigen Platz ist, kommt der Deckel drauf. Für mich persönlich ist dieses Projekt einzigartig. Man hat es nicht alle Tage, eine unterirdische Trafostation mitten am Mozartplatz zu errichten zu dürfen und dies mit allen Partnern in der Stadt, Magistrat, mit gemeinsam zu koordinieren und den Bürgern eine Infrastruktur zu errichten, die für die Zukunft ausgelegt ist.